Hey, ich grüße dich, Daniel, wieder hier mit einem neuen Video für dich hier in deiner Challenge. Und hier möchte ich heute auf das Thema gehen, wie du Demotivation und Resignation vermeidest. Es ist ganz wichtig, dass du auch das Thema mal durchdenkst und auch durchleuchtest, denn es ist ganz wichtig, das führt dich dann auch an das Ziel, wenn du weißt, wie du damit umgehen musst. Denn triff bewusst deine Entscheidungen, deinen Körper und deine Motivation nicht zu überstrapazieren. Ja, du hast richtig gehört, nicht überzustrapazieren. Nimm lieber langsam und in kleinen Schritten ab und gewöhne dich so an eine wirklich gesunde Lebensweise, die du nach und nach toll in deine persönliche Lebenssituation integrieren kannst. Also Schritt für Schritt, nach und nach, das ist ganz wichtig. Denn du kennst es selber, die anfängliche Euphorie schlägt bei den meisten Personen schnell in Resignation und auch Demotivation um. Wenn man in kürzester Zeit keine Veränderungen in dem Maße sieht oder in dem Maße eintreten, wie man es sich eben entsprechend auch vorgestellt hat. Ja, das demotiviert einen. Aber ganz wichtig, Veränderungen brauchen Zeit. Unrealistische Ziele beispielsweise wie etwa 25 Kilo in 2 Monaten abzunehmen, sind nicht nur schwer zu erzielen, sondern führen meist schon nach sehr, sehr kurzer Zeit zu Rückschlägen, da man dieses große Ziel, das man hat, wie ein Berg vor Augen hat, den man nicht bezwingen kann. Und das wirft einen dann mega zurück. Man muss sich einfach mal vor Augen auch halten, und das solltest du auch mal machen, dass man ja auch nicht über Nacht an dem Punkt angelangt ist, an dem man gerade sich befindet, wo du heute stehst. Man hat nicht 25 Kilo zu viel auf der Waage einfach innerhalb von 2 Monaten aufgeschüpft oder auf die Hüften gelagert. Nein, man hat stetig und mit aller Konsequenz Schritt für Schritt zugenommen, auch wenn man das natürlich gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Es ist passiert. So. Und nun steht man an dem Punkt, an dem man das Ganze wieder umkehren möchte. Ja, es ist auch völlig normal. Und jetzt sollte man mit genau derselben Konsequenz Schritt für Schritt nach vorne gehen und beharrlich seine realistischen Ziele verfolgen. Also realistische Ziele setzen. Das ist ganz wichtig. Es ist sehr viel motivierender, wenn man Etappenziele beispielsweise, und sei es, dass sie noch so klein sind, regelmäßig erreicht, als wenn man einen riesengroßen, weit entfernten oder ein weit entferntes Ziel hinterherläuft und es scheinbar nie in greifbare Nähe rückt. Sind kleine Ziele motivierender. Okay? Also, das war mein Video für dich für heute. Wir schaffen es gemeinsam. Bleib weiter am Ball. Glaube mir und glaube auch an dich. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.